Herzlich willkommen bei AB Gaming und unserem heutigen neuen Video, und zwar einem Diablo 3 Sorg Guide für Hardcore und jetzt auch endlich mit Level 70, sprich mit Reaper of Souls. Es ist inzwischen meine zweite Sorg, ja, das ist nach dem Schema Try and Fail habe ich eine Sorg, leider Gottes, ihr habt das sicherlich schon auf meinem YouTube-Kanal gesehen, getötet. Man lernt aus seinen Fehlern und dementsprechend hoffe ich auch heute dann einen sehr vernünftigen Guide für Hardcore präsentieren zu können. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie denn das Ganze funktionieren kann, und zwar als erstes natürlich die Skills. Ihr seht hier meinen grundsätzlichen Skillbaum, wie ich das Ganze gewählt habe. Ich erkläre es euch so wie beim letzten Mal, zuerst einmal mit den passiven und mit den Action Bar Skills. Passiv ist es relativ simpel, beginne ich hier mit Blur. 17% weniger Schaden sind 17% weniger Schaden, da brauchen wir nicht viel darüber diskutieren. Eine Sache, die auf Hardcore auf keinen Fall fehlen darf, ist Unstable Anomaly, sprich, sollte ich tatsächlich sterben, werde ich mit 45% meines maximalen Lebens wieder ins Leben zurückgerufen. Ich schleudere meine Gegner zur Seite und habe so eine Chance, allenfalls wirklich eben nochmal diesen Tick länger zu überleben und vielleicht wegzukommen. Ein sehr praktischer Skill, ihr habt es gesehen, bei meinem Tod hätte er jetzt auch nicht viel gebracht wahrscheinlich, oder hat nicht viel gebracht, definitiv, ja. Aber in einem anderen Video, wo es Rathaus mit seinem Witchdoktor, die haben einen sehr ähnlichen Skill, da war es sehr, sehr sinnvoll, das Ganze zu haben. Also ein Must-Have im Hardcore. Dann habe ich einen Skill gewählt, Unwavering Will. Wenn ich stehe, 1,5 Sekunden lang, erhöht sich mein Wert Armor, All Resistance und Damage um 10%. Das ist recht nice to have, wenn man vor allem mit Tank spielt. Wenn man alleine spielt, muss man das nicht unbedingt wählen. Da kann man zum Beispiel auch so Sachen wählen, wie hier Elemental Exposure, also mit unterschiedlichen elementaren Schadensarten erhöht man seinen Damage. Ja, das wäre eine Variante, die man hier durchaus wählen kann, die eine Alternative darstellt. Oder was auch ganz gut geht, ist Dominance, wo ich, wenn ich einen Gegner töte, ein Schild bekomme. Das deckt bis zu 10 Malen. Also das sind Alternativen. Wenn Sie allerdings mit einem Tank spielt, wo ihr wirklich länger stehen könnt, ist das sehr, sehr, sehr praktisch. Ja. Und last but not least habe ich einen offensiven Spell gewählt. Und da muss ich sagen, gibt es jetzt viele Varianten mit Reaper of Souls, also mit dem vierten Skill. Variante 1, die ich gewählt habe, ist Prodigy, dass ich, wenn ich einen Signature-Spell, also in meinem Fall hier Electrosuit verwende, 5 Arcane Power zurückgewinne. Dadurch steigt meine Arcane Power sehr rasch wieder an und ich kann meine Burner wieder verwenden, so wie in meinem Fall hier Arcane Orb. Alternativen dazu wäre Cold-Blooded, 10% mehr Schaden gegen Enemies, gegen Gegner, die eingefroren oder eben gechillt, also so mit Kälte belegt sind. Ja. Alternativ dazu, wenn ihr nicht in die Richtung von Arcane Orb mit Frozen Orb geht, sondern später dann vielleicht in die Richtung des Disintegrate, kann man hier auch durchaus wählen, dass ich es finde. Temporal Flux, ja, also alle Gegner, die Arkanschaden bekommen, verringert sich das Bewegungstempo um 80% für 2 Sekunden, sehr, sehr praktisch auch, ja, also ihr seht, das hängt ein bisschen davon ab, welche Schadensart ihr dann bevorzugt. Ich habe gesagt, okay, ich möchte relativ viele Spells rausschießen können, dementsprechend habe ich Prodigy genommen. Ihr könnt es aber hier genauso eben Cold-Blooded oder Temporal Flux, je nach Spell, den ihr verwendet, nehmen, das stört in keinster Art und Weise. Solltet ihr auf Feuerschaden spielen, ist hier Configuration auch sehr, sehr gut. Ja? Also 6% mehr Critical Hit Chance, ja? Wenn ihr Fire Damage auf den Gegner drauf habt. Ja? Also durchaus auch eine Alternative. Oder eben auch hier Dominance oder Elemental Exposure, auch die könntet ihr als vierten Spell verwenden. Das stört in keinster Art und Weise. Also vierter Spell, wie gesagt, gibt es wirklich einige Alternativen, die ihr hier verwenden könnt. So, dann kommen wir mal zu zwei Fixpunkten. Das ist einmal Magic Weapon und einmal Energy Armor. Ich persönlich würde beides unbedingt reinnehmen. Warum? Magic Weapon sind 20% mehr Schaden. 20% mehr Schaden sind mal 20% mehr Schaden, will ich haben. Ja? Energy Armor mit Prismatic Armor, entschuldige, hier mit Force Weapon. Ja, das ist das zweite. Ja? Energy Armor mit Prismatic, das ist das letzte. Warum? Erstens mal hier 35% mehr Armor, kostet mich zwar 20er Game Power fix, aber ja, eigentlich egal. Ja. Plus mit Prismatic Armor nochmal 25% mehr Resist. Das ist ein Grund, wieso Sorgs sehr, sehr hohe Toughness-Werte erreichen. Ja.
für mich ein Must-Have, ja. Und dann kommen wir zu zwei Punkten, die man nehmen kann, aber nicht muss, ja. Einmal Teleport mit Wormhole, das habe ich ja in meinem alten Bild auch drin gehabt. Also mehrere Mal teleportieren hintereinander, sobald eine Sekunde reicht, ist dann Cooldown. Hier gibt es einige Leute, die auf Diamond Skin mit Prism schwören, wo sie einfach weniger Arcane Power für ihre Skills brauchen. Manche Leute spielen Frost Nova mit Cold Snap, also reduzierter Cooldown, mehr Freeze. Und es gibt hier durchaus auch Leute, auch im HC, die Archon verwenden, ja, sagen, okay, ich nehme das nicht rein, ich nehme Archon. Archon kann man hier auch damit entweder mit Teleport oder mit Improved Archon nehmen, ja, ist auch eine sehr, sehr gute Damage-Variante. Und last but not least gibt es auch einige, die den Familiar nehmen, und hier gibt es den Familiar, da ist er, mit Sparkflink, wo ihr auch wiederum 10% mehr Schaden verursacht. Also auch das ist durchaus eine Alternative. Ich persönlich habe gern so einen Oh-Shit-Button, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel einen Freeze übersehe, wenn ich einen Vortex habe, wenn ich eine Molten-Explosion habe, da will ich allenfalls schnell rauskommen, und das gewährleistet mir Teleport. Das ist der Grund, wieso ich verwende. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass die anderen Alternativen keine Alternativen sind. Ja? Und dann für mich, und das ist die Änderung zu meiner Sorg, die gestorben ist, da habe ich früher eben hier Diamond Scan verwendet, und ich bin umgestiegen auf Black Hole. Jetzt wird es einige Leute geben, die sagen, Black Hole, ja, macht nicht übertrieben viel Schaden, ja, ist jetzt 360% Waffenschaden, hat mit 12 Sekunden eigentlich einen relativ hohen Cooldown, okay, fangt die Gegner ein. Ja, das ist richtig, aber es gibt diese wunderschöne Rune Event Horizon. Und Event Horizon fängt nicht nur die Gegner ein, sondern auch alle Projektile und Objekte, die Elite-Monster spawnen können. Ich zähle auf. Den Arkanstrahl, Freeze, also den Frozen am Grund, Molten-Explosionen. Soweit wir das beurteilen können, sind sogar die Fire-Chains drinnen, und sogar Walls werden davon aufgefressen. Das bedeutet, ich gewinne, so wie ich das spiele hier mit Black Hole Event Horizon, nicht nur einen Spell, wo ich Gegner zusammenziehen kann, übrigens auch gegen Goblins sehr, sehr praktisch, ja, sondern vor allem auch einen riesigen Oh-Shit-Button, nämlich in dem Moment, wo ich in der Mitte der Scheiße stehe und weiß, ich komme da nicht raus, und das war der Grund, wieso ich gestorben bin, mit meiner anderen Sorg. Wenn ich das weiß, ja, habe ich hier einen Shit-Button, der mir zumindest mal ein paar Sekunden Freiraum schafft, indem er alles aufsaugt, was dort ist. Heißt nicht zwingend, dass ihr überleben werdet, ja, aber es gibt euch so eine gewisse Restzeit, vielleicht zu entkommen, vielleicht den Gegner schon so viel Schaden zu machen, dass eben ein paar schon sterben, oder dass vielleicht Teleport wieder frei wird und ihr wegteleportieren könnt. Für mich ein Must-Have inzwischen für den Hardcore-Modus. Ihr kennt das, meine Einstellung zu Guides, ja. Es bleibt in letzter Instanz eure Entscheidung, was ihr da wählt. Ich bevorzug's, ja. Kommen wir zu den Schadensspells, ja. Ich habe hier Electrosuit genommen und Arcane Orb. Electrosuit hier mit Surge of Power. Pro Hit kriege ich ein Arcane Power zurück und Arcane Orb mit Frozen Orb. Ich erkläre gleich, warum. Arcane Orb und Frozen Orb. Ihr wisst, ich habe früher mit Disintegrate gespielt, und ich kann euch das sehr, sehr einfach an meinem Equip auch zeigen. Und das ist die wichtigste Botschaft an den Schadensspells. Bitte, bitte, bitte macht es zu einem Großteil von eurem Equip abhängig von den Gegenständen, die ihr bekommt. Ich habe hier nämlich einen Mücken Spell of Hate, und der hat als Fähigkeit Electrosuit can chain to enemies that already have been hit. Bedeutet, Gegner, die schon einmal getroffen wurden, kann wieder zurückspringen. Bei zwei Gegnern heißt das Ding springt er brav hin und her. Was für mich bedeutet, dass mit dieser Rune Surge of Power ich ein Arcane Power pro Enemy bekomme. Das heißt, sobald da zwei stehen, springt dieses Teil brav hin und her. Verbunden mit Prodigy, wo ich 5 Arcane Power bekomme, allein schon dafür fürs Wirken, kann ich extrem schnell hier meinen Arcane Power Balken wieder aufbauen. Ja, das bietet einen riesen Vorteil, und deswegen habe ich gesagt, Disintegrate lohnt hier eigentlich nicht, weil Disintegrate sehr wenig Arcane Power im Vergleich zu Arcane Orb verbraucht. Was für mich wiederum bedeutet, wenn ich lange brauche, bis ich meine Arcane Power überhaupt aufbrauche, ist es zwar schön, dass das Ding auch ordentlich Schaden macht, aber dann will ich doch eigentlich eher mehr Schaden verursachen in einer kurzen Zeit und dann wieder mit Electrosuit aufbauen, weil das relativ rasch geht. Habt ihr zum Beispiel eine Waffe, gibt ihr diese Waffe, die euren Tod amüsant findet, ich hatte sie an,
Habt ihr so eine Waffe, macht es natürlich mitunter Sinn, hier Disintegrate zu verwenden. Also das ist keine Vorschrift. Ich bevorzuge Electroshoot generell. Manche Leute verwenden hier Shockpulse mit Power Affinite mit 2k Power pro Hit. Ich mag es nur nicht, wenn ich Spells nicht steuern kann, und ich zeige euch das ganz kurz. Ja, das kann halt treffen, das muss aber nicht treffen. Das gefällt mir nicht so gut, da bevorzuge ich dann doch in der Endeffekt hier Electrosuit mit Search of Power. Ja? Und wie gesagt, Arcane Orb einfach zum Abbau meiner Arcane Power. Da bleibt es euch wirklich überlassen. Arcane Orb mit Frozen Orb ist ideal, um Gegnermengen zu zerstören. Disintegrate ist wiederum, kann man verwenden mit entweder Chaos Nexus, wo so kleine Blitze aus euch rausfahren, wenn Gegner da sind, oder mit Intensify. Unser Pascal spielt das sehr, sehr gerne, wo er dann mehr Schaden verursacht, Arcane, wenn ihr den Spell verwendet. Ist beides eine Alternative. Ist so 50% Single Target, 50% auch für mehr Gegner gedacht, und Arcane Torrent ist für mich so, ich verwende es hier sehr, sehr gerne mit Disruption, auch hier 15% mehr Schaden, ist eher dann für einen Gegner oder für wenige Gegner gedacht, macht dafür auch richtig, richtig viel Schaden. Ja? Ihr seht, die drei Spells sind alles Alternativen, es gibt hier keinen, wo ich jetzt sage, unbedingt den, kein anderer. Ja? Das ist das gesamte Bild, mit dem ich spiele, das heißt, was macht ihr ganz konkret? Ja, am Anfang einer Gruppe werdet ihr ganz normal das Black Hole spammen, ja, damit ihr die mal einfangt, werdet ein paar Arcane-Bälle hinterher schießen, ja, also technisch gesehen die Frost-Orbs, und werdet dann mit den Electrosuit wieder aufbauen, um wieder Frost-Orbs zu schießen. Das ist die normale Rotation. Vergesst bitte nicht, eure beiden Buffs auch oben zu haben, ja, Magic Weapon und Energy Armor, und als Oh-Shit-Button habt ihr Teleport und dann wieder Black Hole, ja. Ich zeige euch mal, was das für einen Effekt erzeugt, diese zwei Spells. Ich habe inzwischen wieder recht ordentliches Equip gesammelt, das heißt, ihr seht hier meinen Damage Unbuffed von 841.000, und ihr seht schon, wenn ich mich bewege, wird das deutlich weniger. Auch Toughness, wenn ich mich bewege, 8 Millionen, stehe ich 1,5 Sekunden, hirscht das wieder herauf auf 10,7. Mit Energy Armor seht ihr einen Sprung auf 15 Millionen Toughness, das heißt, das sind 5 Millionen nur durch Energy Armor, und Magic Weapon bufft mich in der Letzt konsequent auf 994.000 Damage. Damit könnt ihr natürlich schon ordentlich farmen, auch ordentlich im Torment unterwegs sein. Torment-Grenze ist so bei 400.000 bis 500.000 Damage und so irgendwo um 10 Millionen Toughness herum, dann seid ihr schon für Torment 1 sehr, sehr gut gerüstet. Kommen wir noch zu den Paragon-Werten. Ihr seht, ich habe inzwischen Level 205 erreicht, dementsprechend konnte ich schon ein Gebiet komplett durchskillen, und ihr seht, bei Core, bei den Core-Fähigkeiten habe ich hier Movement Speed bevorzugt, und danach gehe ich jetzt ein bisschen auf Intelligenz. Ja. Movement Speed ist immer gut, ja, weil ich will diesen Stat eigentlich nicht unbedingt auf den Items haben, ja, da möchte ich mich doch fokussieren auf Armor, All-Res, diese Geschichten. Das kann ich mir hierüber sehr, sehr gut holen. Offensiv habe ich, und das ist wichtig, Critical Hit Damage gesealt, gehe jetzt auf kritische Trefferchance. Ich zeige euch das wieder ganz kurz. Sobald sie irgendwo in die Gegend von 50%, damit meine ich ruhig 40 bis 50% Crit Chance kommt, bitte unbedingt Crit Hit Damage skillen. Ja, es lohnt dann nicht mehr, hier eure kritische Trefferchance minimal zu erhöhen, weil es nur um 0,1% steigt, und hier steigt es um 1% Critical Hit Chance. Also bitte unbedingt Crit Hit Damage hier verwenden und nicht die Chance. Defensiv habe ich Resis geskillt, skille jetzt als zweites Armor. Ja, also sprich Rüstung hinter Resis. Ja. Lifefrag ist eine durchaus interessante Alternative. Ich bin ein bisschen davon abgekommen, weil ich sage, lieber mehr Resis und generell weniger Schaden als ein bisschen Lifefrag, wenn ich es vielleicht dann gar nicht mehr brauche, weil ich tot bin. Ja. Utility Spells habe ich dafür ganz klar Life und Hit gewidmet. Gehe jetzt ein bisschen auf Goldfind, auch da ist es eine Alternative, hier zum Beispiel Resource Cost Reduction zu nehmen, also weniger Ressourcen kosten. Area Damage bin ich persönlich nicht so ein Fan davon. Ja? Das sind also die Werte, die ich hier bevorzuge. Auf meinen Items werdet ihr primär eine Geschichte sehen, Int, Vitality, Armor und Allrest. Ja? Ich habe hier noch Arcane Orb Damage dabei, mit einem Grund, wieso ich Arcane Orb auch verwende. Ja? Aber ansonsten seht ihr Int, Armor, Life per Hit, ja. Ihr seht da wieder Int, Armor, leider Gottes sehr wenig Vitality, Int, Vitality, Life, Armor. Die Krone habe ich wirklich sehr damage-lastig gewählt mit der Attack Speed und Critical Hit Chance, ja.
Auch das Amulett, hier dann zum Beispiel die Brust, Int Vitality, Armor, also immer wieder dasselbe. Und ich bin inzwischen da hingegangen, nicht mehr All Res, also alle Resistenzen zu sockeln, sondern Intelligenz. Das ist vor allem bei der Sorg sehr hilfreich, weil es Damage und Toughness bringt und weil ich von Haus aus jetzt schon sehr, sehr hohe Resistenzwerte habe. Von daher muss ich jetzt nicht unbedingt explizit noch Resistenzen hineinsockeln. Ja? Das ist eben die Grundausstattung eurer Sorg. So solltet ihr in Torment absolut überlebensfähig sein. Bitte, es gibt so eine generellen Hinweis noch, tastet euch vorsichtig ran. Ja? Ihr seht in dem Video, wo ich meine Sorg getötet habe, wie schnell sowas gehen kann, wenn einmal ein ungünstiges Pack kommt und ihr nicht darauf vorbereitet seid. Dann kann das sehr schnell in die Hose gehen, das wollen wir ja dann doch nicht. Und dementsprechend bleibt es bei einem getreuen Bild, probiert das ein bisschen aus, trainiert das vor allem auch mit Black Hole im richtigen Einsatz. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich dann jederzeit gerne in den Comments oder auf unserer Homepage, wie ihr möchtet. Das ist euch komplett überlassen. Ich beantworte euch die gerne. Dementsprechend bitte nicht vergessen, Facebook liken, Twitch Stream folgen und den YouTube Channel abonnieren. Ihr findet alle wichtigen Daten unten in den Comments. Schaut vorbei auf unserer Homepage www.ab-gaming.de und ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben seit neuestem einen sogenannten Legendary Timer. Schaut da mal vorbei. Ist eine ganz witzige Geschichte. Ich ziehe es euch ganz kurz rüber. Ihr könnt hier euren Namen eintragen und starten und habt dann jedes Mal, wenn ihr ein Legendary habt, klickt ihr da einmal drauf, ja, kriegt nicht nur die Anzahl eurer Legendaries, sondern in der Endkonsequenz auch, wie lange ihr dafür gefarmt habt. Ja, wenn ich jetzt nochmal klicke, steht hier 6 Sekunden und der Timer resettet sich. Ich persönlich verwende es ganz, ganz gerne, weil es witzig ist und amüsant, da immer zu sehen, wie lange ich gebraucht habe für Legendaries und weil man irgendwo so ab 30 Minuten sich denkt, jetzt soll es dann doch wieder bald soweit sein. Ja? Also vorbeischauen, www.ab-gaming.de, liked uns, shared uns, followt uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wenn es Fragen gibt, rein in die Comments. Toi, toi, toi mit eurer Sorg, dass ihr nicht denselben Schicksal erleidet, das ich erlitten habe. Bis dann!